Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Ja, dieses Jahr ist es wieder soweit und zwar kommt wieder ein Cheat Day von mir auf dem Oktoberfest. Ich habe mir jetzt hier schon Oberzen bestellt und eine Breze. Danach gibt es noch eine kleine Portion Kaiserschmarrn. Da werde ich beim Julian ein bisschen mitessen, weil die ganze Portion schaffe ich nicht. Die Brezen sind einfach richtig, richtig geil auf dem Oktoberfest. Also die müsst ihr unbedingt mal probieren. Und Oberster ist so ungefähr mein Favorite Gericht ever. Also wer Oberster nicht kennt, wer nicht aus Bayern kommt, das ist so eine Käsemischung aus Camembert und Frischkäse mit so Gewürzen und es schmeckt einfach so geil. Also wenn ihr mal in Bayern seid oder auf der Wiesn, dann probiert das auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir reden jetzt gar nicht mehr lange rum, sondern starten das Video. Viel Spaß! So, ich probiere jetzt mal den Obersten. Oh mein Gott! Mm. Das liebste Obersten, das ist eines der Lieblingsessen, gell? So lecker. Ich könnte mich da echt reinlegen. Die Brezen sind einfach nur so perfekt und dieser Oberster schmeckt so lecker. Also wirklich, besser kann man es gar nicht machen. Dann probiere ich jetzt mal den Kaiserschmarrn. Der riecht schon richtig, richtig lecker nach Zimt irgendwie. Und hier sind noch so Pflaumen drauf. Mmh. Der schmeckt mega nach Zimt, aber richtig, richtig gut. Hier sind auch noch so Mandeln drauf, so geraspelte. Mmh. Boah, der schmeckt einfach nur richtig, richtig lecker. Mmh. Der ist außen richtig schön knusprig gebraten mit Zucker, so richtig schön karamellisiert. Und innen drin voll weich, also richtig perfekt einfach nur. Sehr geil. Auch die Pflaumen schmecken richtig lecker. Richtig frisch und nach Zimt. So, das Essen ist jetzt drin. Ich muss sagen, ich bin jetzt schon ziemlich, ziemlich voll. Also ich muss sagen, ich kann immer nicht so viel auf einmal essen. Ich mag es immer lieber über den Tag verteilt, mehrere kleine Mahlzeiten zu essen, als zum Beispiel drei große Mahlzeiten am Tag. So, ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt weiter und ich hole mir so Schokofrüchte und danach fahren wir Geisterbahn. Oh mein Gott, ich bin so ein Angsthase. Aber wir nehmen die GoPro mit und werden das auf jeden Fall filmen. Oh Gott. Aber ich freue mich drauf. So, jetzt holen wir uns Schokofrüchte. Ich glaube, ich nehme Erdbeeren in weißer Schokolade. Das mag ich am liebsten irgendwie. Oder so eine Chili. Ist die sehr scharf, so eine Chili? Die Chili essbar. Es ist eine Chili, muss ein bisschen scharf sein, aber essbar. Okay, ist klar. Sollen wir eine probieren? Ich glaube, ich probiere eine. Dann hätte ich gerne so eine Chili bitte. In Vollmilchschokolade und Erdbeeren in weißer Schokolade bitte. Eine Chili. Schreibt mal in die Kommentare, Leute, ob ihr das probiert hättet, so eine Chili. So Leute, ich probiere jetzt mal die Chili. Ich hoffe, die ist nicht sehr scharf. Ich will nicht heulen. Oh. Es geht. Es geht. Schmeckt eher wie Paprika, nicht wie Chili. Ah, jetzt kommt die Schärfe. Ja, auch probieren. Ja, probier mal. Es geht. Minimal scharf. Aber es ist irgendwie komisch. Paprika mit Schokolade überzogen. Boah, also ich habe ein scharfes Stück erwischt. Bei mir ist es richtig scharf. Echt jetzt? Mhm. Okay. Oh. Boah. Ah. 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 Es geht. Ich komme noch gar nicht drauf klar. Oh. Ich bin ein Mensch, ich vertrag scharf auch überhaupt nicht. Oh, ich muss hier schnell die Erdbeeren essen. Die Erdbeeren machen es besser. Jetzt geht's wieder. Leute, ich sag's euch, das ist nicht so schwache Nerven. Also, es brennt immer noch. Das ist echt hart. Aber das schmeckt umso besser.
Wir gehen jetzt auf jeden Fall zur Geisterbahn. Wir suchen auch so eine ganz spezielle Geisterbahn. Hier drüben wäre schon einer, aber wir wollen so eine mit einem Wagen, der dann so über zwei Stöcke fährt und dann so rausfährt. Wir suchen die jetzt einfach mal. Bis gleich. So, noch irgendwelche letzten Worte? Ich habe Angst und ich bin froh, dass ich jetzt noch nicht im Kino angeschaut habe, weil ich gerade gesehen habe, dass da oben so ein Clown ist. Und ich glaube, wenn ich den Film schon davor angeguckt hätte, dann würde ich jetzt komplett ausrasten. Dann würde ich es mich gar nicht trauen, glaube ich, weil ich bin echt eine Angsthase. Aber ich habe zum Glück ja dich. Und ich will auch in so einen Wagen rein hinten, wo man so am Rücken was hat, weißt du? Damit ich von hinten keiner anfassen kann. Oh ja, da sind nämlich lebendige Geister drin. So gruselig! Die Geister da oben geht schon einer entlang. Die kleinen Kinder haben weniger Angst als ich. Okay, let's go. Jetzt erwischt uns. Jetzt erwischt uns. Oh oh. Jetzt wird's gruselig. Oh Gott. Jetzt hast du dich erschrocken. Ja. Oh nein. Hey Leute, es war doch nicht so gruselig, wie ich es mir vorgestellt habe. Zum Glück hat uns kein lebendiger Geist irgendwo berührt oder an den Haaren gezogen. Aber wir haben uns einmal richtig erschrocken und lustigerweise haben wir uns von einem Hai erschrocken. Also wir sind in der Geisterbahn und da waren irgendwelche Zombies und irgendwelche Clowns. Aber nein, wir erschrecken uns von einem Hai. Typisch. So, wir haben uns jetzt hier bei Kaffee Kaiserschmarrn einen Mondstrudel mit Vanillesoße geholt. Ich probiere das Ganze jetzt auch mal hier. Also Vanillesoße generell liebe ich ja schon mal total gern, auch beim Apfelstrudel. Ich mag auch gern Mondschnecken, aber jetzt mal schauen, wie das hier schmeckt. Ja, hier oben ist auch irgendwie nochmal, ich glaube, das sind karamellisierte Nüsse oder so. Das schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Sollen wir mal probieren? Wollen wir mal? Richtig geil. Ich finde bei so Mohnsachen, je mehr Mohn drin ist, desto besser. Also manche Sachen, so Mohnschnecken, das heißt ja Mohnschnecke, aber da ist eigentlich null Mohn drin, das feiere ich gar nicht. Aber wenn das so richtig mit Butter und Mohn ist, geil. Schön Zucker rein, so muss das sein. Ist aber auch eine richtige Kalorienbombe, ne? So, mein letzter Bissen, Leute, den Rest bekommt dann der Julian, der liebt Mohn nämlich noch mehr als ich. Man braucht einfach ein bisschen Flüssigkeit zwischendurch. Und jetzt würde ich sagen, Sekunde. Weißt du, worauf ich Bock hätte? Nee. Ich hätte mal Bock, irgendwas zu schießen oder irgendwas so zu werfen und dann was zu gewinnen. Das wäre doch mal was. Okay, dann würde ich sagen, erkunden wir die Wiesen und dann gehen wir ein bisschen was schießen, oder? Ja, ich habe da richtig Lust drauf. Lass es mal machen. Ich werde jetzt hier mal ein paar Bälle versenken, beziehungsweise hoffen, dass ich treffe. Alter, wie schlecht kann man werden? Okay, ich mach nochmal, okay? Nein! Okay, einmal darf ich noch. Einmal noch. Was? Darfst du was aussuchen? Kann ich mir was aussuchen? Ich such mir was aus und das schenke ich deinem Kind. Ja, was wollen Kinder? Hallo, Anna, was? Magst du dir was aussuchen? Ich hab was gewonnen. Die braucht es nämlich nicht. Okay. Ja, und jetzt noch mal eine kleine Mahlzeit und dann chillen wir uns mal irgendwo hin, oder? Wir haben uns jetzt hier einen Langosch geholt mit Sauerrahm, mit Käse, mit frischen Kräutern, ein bisschen Paprika. Sehr lecker, so wie ich das mag. Ich liebe Langosch wirklich total. Ich probiere das Ganze jetzt auch mal, aber es riecht schon richtig, richtig geil. Vorhin habe ich jetzt auch irgendwie so voll Gelüste gehabt auf was Deftiges, weil die letzten Sachen halt eher so ein bisschen auf der süßeren Seite waren. Boah, geil. Oh, geil. Oh, ich liebe diesen Teig irgendwie, dieses Knusprige.
gell? Ist gut? Mhm. Ja, so Knoblauch geht immer, oder? Sehr geil. Langosch hat zwar nichts wirklich mit bayerischer Tradition oder so zu tun, darum soll es jetzt auch gar nicht gehen in dem Cheat Day. Ich esse Langosch einfach total gern. Nach dem Cheat Day fange ich auch meine Diät an, meine Winterdiät quasi. Ihr wisst ja, dass wir jetzt 3 Wochen in den USA waren und ich habe ungefähr 2 Kilo zugenommen, was auch gar nicht schlimm ist oder so. Ich habe mir da wirklich voll gegönnt und heute wollte ich nochmal ausnutzen, dass Oktoberfest ist, weil da kann man einfach richtig geil einen Cheat Day machen und ja. Ab morgen beginnt dann meine Diät, Leute. Da gibt es dann wieder nur gesunde Ernährung und auch keinen Langosch. So, wir sind jetzt hier von dem Crepe-Stand und wir holen uns jetzt noch mal einen Nutella-Crepe, um den ganzen Tag abzuschließen. Und ja. Ja, Pizza passt nicht zu. Ja. Hast du nicht gesehen? Ja. Und hier ist auch schon der Crepe frisch zubereitet mit Nutella. Das wird bestimmt mega, mega heiß sein, das kann ich dir schon sagen. Ein bisschen. Nutella-Crepe geht immer, finde ich, oder? Hab süß. Ist doch geil. Ich glaube, nach dem Tag heute habe ich auch erst mal ein halbes Jahr keinen Bock mehr auf Süßigkeiten, das könnt ihr mir glauben. Oh. Ey, da muss ich auch mal abbeißen. Ich finde, Nutella-Crepe ist sowas Geiles einfach nur. Vor allem, wenn die richtig viel reinklatschen, einfach nur. Immer von allem bei einem Cheat Day immer ganz, ganz viel. Das ist der Sinn von einem Cheat Day, oder? Das sind jetzt meine letzten Bissen von meinem Cheat Day und von dem Crepe. Und ich würde sagen, Leute, an dieser Stelle beenden wir das Video auch wieder. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich euch ein bisschen unterhalten konnte. Und wenn ihr mal auf dem Oktoberfest seid, dann müsst ihr auf jeden Fall auch mal einen Cheat Day machen. Und richtig reinhauen. Und wenn ihr nicht hier gewesen seid, dann könnt ihr mir das auch mal runterschreiben. So, also wir sehen uns beim nächsten Video. Lasst auf jeden Fall noch gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, oder ein Abo. Darüber würde ich mich natürlich sehr freuen. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal.